So, da sind wir doch wieder zurück und es scheint alles noch zu gehen. Ich bin beeindruckt. Dieses Spiel läuft wenigstens immerhin super stabil. Das muss man sagen. Raustappen, reintappen ist gar kein Problem. Lafuchs, ich habe nicht gesagt, dass du es gesagt hast, oder? Ich wollte es einfach nur mal so in den Raum stellen. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du das gesagt hast, was ich gesagt habe. Ich habe nur vorgelesen, was du geschrieben hast. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen missverstanden. So. Seid ihr wieder alle da? Habt ihr euch mit zu trinken versorgt? Ey, wir haben auch gar nicht so viele Verluste. Normalerweise ist die Pause immer so der Moment, wo die erste Runde dann wegspült, aber wir sind immer noch fast vollzählig. Wow. Ihr wollt echt miträtseln, nicht wahr? Ich bin zufrieden. Ich freue mich. Machen wir weiter. So. Wir sind immer noch dabei, uns umzusehen momentan hier. Hinterer Garten am Start. Kommunikation on point, wie ich merke. Ja, das läuft bei uns sowieso grundsätzlich. Oh, ich könnte da wieder eine Geschichte erzählen. Hier wuchsen die schönsten Ziersträucher und Bäume. Victoria hat sie so geliebt. Bist Und du das sie ist ver... alles, was davon übrig geblieben ist. Das war halt mal schön. Jetzt, naja, hier hinten geht halt keiner mehr hin. Oh, Stall. Ob da wohl ein Pony oder ein Pferdchen oder irgendwas drin sein, ein Hottehü. Was war das denn für schöne Musik? Das war Steak Number 8. Eine, wie soll ich das sagen? Postcore-Metal-Band aus Der Rumänien. hintere Weg ist völlig überwuchert. Ich Ja. kann ihn nur von der anderen Seite erreichen. Und der Sänger war zum Zeitpunkt, als das Album aufgenommen worden ist, 14 Jahre alt. Ich habe die mal durch Zufall im Internet gefunden und ich dachte, so musikalisch von der Stimmung her passt das wunderbar hierzu. Ja. Zum Esszimmer. Ich glaube, es war Rumänien. Es kann auch sein, dass ich mich irre mit dem Land, aber ich glaube, es war Rumänien. So, dann sind wir hier soweit durch. Also hier geht es nirgendwo weiter. Im Esszimmer waren wir schon. Das heißt, wir können eigentlich wieder vorne reingehen, würde ich sagen. Wenn du möchtest, kann ich das Album nachher einmal als Album Spotify-Link in Discord reinpacken. Wenn ich dran denke. Zum Haupteingang. Ja, dann gehen wir wieder. Also, es scheint auch nicht in diese Richtung zu gehen. Das heißt, da hinten geht es nicht irgendwie zum linken Flügel oder so. Den gibt es nicht. Also können wir auch wieder zum Haupteingang hinein. Boop. Ja, warte mal. Zur Treppe. Nee. Zum Stall. Vielleicht geht's hier zum Stall. Ja, wunderbar. Wir kommen doch noch zum Stall. Ich wollte doch gerade sagen, ich wäre schon ein bisschen traurig gewesen. Oh. Da ist er wohl draufgefallen. Das ist, glaube ich, der Ort, wo er runtergefallen ist. Habe ich in einer Stunde viel verpasst? Nur den Gärtner mit seinem Häcksler mit Blut drinne. Und von der Gross, Grüße Dies gehen ist die raus. Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Und William, das war halt so ein alter Mann. Also so ging das los. William war ein alter Mann, der war oben in seinem Turm und ist irgendwie aus dem Fenster gefallen. Und wir sind jetzt, wir glauben halt nicht, dass es Selbstmord oder gar ein Unfall war. Und unsere Aufgabe ist es, den Tod zu ergründen und auch die Geheimnisse dieses Schlosses aufzudecken. Bis jetzt eigentlich ganz cool, sehr gute deutsche Sprecher, ich bin ganz schön begeistert. Und ja, momentan laufe ich nur rum und verwirrt klicke ich alles an, ne? Och Mist, ich habe das Blut verpasst. Ja, das Blut ist auch inzwischen wieder weg. Nachdem wir den Gärtner darauf angesprochen haben, ist aber dein Hexer da, ist ja Blut drin, ist der Gärtner verschwunden und plötzlich ist der Hexer sauber. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also, weiß auch nicht. Na gut, ich finde es komisch. Das könnte Zufall sein. Vielleicht haben wir uns auch geirrt. Und jetzt gehen wir gerade zum Stall und ich hoffe, dass wir Pferdchen oder sowas sehen können. Ein Hottehü. Ein kleines Hottehü. Okay, hier ist schon mal Morris. Und ein Brunnen. Ja, Morris ist hart am Holzhacken. Gib mal alles, Morris. Er ist trocken. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Okay. Bei Morris, ohne Spaß, muss ich an Diablo 2 denken, wenn man bei Diablo 2 den Barbaren auswählt. Der hat ja auch so eine Axt am Anfang. Und ich finde, von der grafischen Qualität des 3D-Renderings, was dann Diablo 2 im Hauptscreen auch bei der Charakterauswahl hat, kommt das dem schon sehr nah, würde ich sagen. Muss ich irgendwie sofort dran denken. Wagen. Die Säcke da sind voller trockenem Heu. Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Direkt mal wieder das Servicepersonal anscheißen. Sag mal, Morris! Das ist auch noch so ein Ding. Unser Hauptcharakter, der kackt immer das ganze Servicepersonal an, dass die alle zu faul sind. Mal gucken. Mal sehen. Gut, der Gärtner war aber auch wirklich komisch. Also, ne? Naja. Erstmal Morris. Mein Name ist Samuel Gordon. Sie sind Morris, der Hallo. Stallknecht, nicht Das wahr? ist korrekt. Ja, Sir, ich weiß, wer Sie sind. Bates hat mir von Ihnen erzählt. Ich habe eine Frage an Sie, Morris. Okay.
Bates. Was können Sie mir über Bates erzählen? Was wollen Sie über ihn wissen? Nun, ich weiß es nicht genau. Er ist anders als früher. Mir kommt er so vor wie immer. Der gleiche alte, hochnäsige Trübsalbläser. Früher war er nicht so. Das ist möglich. Ich kenne ihn ja erst, seit ich hier arbeite. Wie lange arbeiten Sie denn hier? Fast 5 Jahre. Es ist 2 Wochen. Irgendwie bin ich enttäuscht, dass er nicht vom Zaun aufgespießt wurde. Naja, ja, erstaunlicherweise. Eigentlich sah das schon so aus, als hätte das da... er war halt schon alt und lederig. William? Morris, wie war Ihr Verhältnis zu Sir William? Naja, wie das zwischen einem Stallknecht und einem Pferdebesitzer. Okay, schätze ich. In der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, hat er nur ein paar Sätze mit mir gesprochen. Ich meine, ich habe ihn nur selten gesehen. Ich verstehe. Pferdebesitzer, wir dürfen uns also wahrscheinlich auf ein paar Pferde freuen. So, Black Mirror, wie finden Sie es hier zu wohnen? Geht so? Nicht so gut? Beschissen? Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Fertig. Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wort, Sir. Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Wer? Sicher. Aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, aber nur aus Neugier. Ich habe sonst keinen Grund, dahin zu gehen. Außerdem ist es unheimlich. Was meinen Sie damit? Naja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte. Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Den Hausherrn spielst du aber nicht, oder? Nee, das ist nur ein Typ, der wohl mal von der Burg wieder weggezogen ist und jetzt kommt er wieder zurück, weil halt William gestorben ist. Kennst du das Spiel etwa noch nicht? Also ich kenne es persönlich nicht. Ich spiele es zum ersten Mal auf Empfehlung meines Bruders. Grüße gehen nochmal raus und danke für diesen Tipp. Man hat gefühlt alles verpasst. Keine Sorge, Diana, das kommt auch wieder auf YouTube hochgeladen. Weil zum Weiterrätseln, wenn man natürlich on point sein muss, dann muss man natürlich dabei sein. Henry erstmal anschnacken. Ist Henry den Säufer, den er meint? Wir werden es gleich erfahren. Der Gärtner. Wie ist er so? Henry? Ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Ja. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir. Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betrinkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere und trinkt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Ich gehe dann jetzt. Ich möchte nicht mehr weiter tratschen. Ich habe schon wieder den Hahn vergessen. Ich sag's gleich schon mal. Wir müssen also wieder selber dran denken. Schlimm sowas. Auf zum Tor. Ich will jetzt wenigstens die Pferde sehen. Er hat Pferdebesitzer gesagt. Woher weiß er denn... Was? Woher weiß er das, wenn er in seinem Zimmer eingeschlossen sitzt? Na, er ist ja ein Glashaus. Ich denke mal, mit Zimmer meint er bestimmt sein Gewächshaus da. Da knölzt er sich dann einen rein. Ich find's auch befremdlich. Ich würde mir wenigstens Musik anmachen. Ja. Na, stimmt. Stimme erkannt vom Typen mit der Axt. Ich kenne die. Das ist eine sehr bekannte Stimme. Die ist auch oft in Van Dusen drin. Aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. Ich bin ja so ein Synchronsprecher-Typ. Ich mache das wahnsinnig. Ich sitze teilweise wirklich beim Seriengucken dann mit dem Handy da und muss rausfinden, das ist doch der, um mich selbst zu überzeugen, dass ich das wieder richtig gehört habe. Alucard, gerne rausschauen. Ich bin immer neugierig. Wir versuchen jetzt erstmal in den Stall reinzukommen. Wird wahrscheinlich nicht gehen, weil abgeschlossen oder... Es ist abgeschlossen, ja. Weil es so selten benutzt wird. Am Arsch, weil ihr doch keinen Bock habt, Pferde zu designen. Gib's doch zu. Die haben doch keinen Bock, 3D-Modelle für Pferde zu machen. Holztreppe, komm schon, ich will die Pferde sehen. Werd ich matt. Oben ist die bescheidene Wohnstätte des Stallknechts. Ich habe keinen Grund, hinaufzugehen. Na doch. Vielleicht kann man da zu den Pferden hingucken. Gehen wir mal zum Stall. Ah, scheint zu gehen. Es scheint zu gehen. Nehmen wir alles zurück. Das geht. Ah, Pferdis! Oh, siehst du wohl. Hat auch funktioniert. Hundertprozentig. Erstmal den Kacke-Eimer angucken. Wasser für die Pferde. Ach so. Ich dachte, da ist Kacke drin.
Die sehen aber, hat das überhaupt eine Mähne? Sehr glatt rasiert, habe ich das Gefühl. Hinausgehen, nein, erstmal gucken. Regal! Leere Gläser und Farbeimer. Nichts Nützliches. Okay. Ist ja alles logisch. Der Knecht wohnt im Stall und der Gärtner im Gewächshaus. Mein Reden! Mein Reden! Mähne auf der anderen Seite vom Hals. Ich würde auch sagen, einfach so rübergekämmt, ne? Deswegen kann man es nicht sehen. Ja. So, dann haben wir hier nochmal einen Kackeeimer. Er ist rostig und hat viele Löcher. Er ist nutzlos. Das ist der Kackeeimer, ich sag euch das. Das ist er. Eine Leiter. Sie wirkt stabil, aber ich klettere da nicht hoch. Hast ja auch keinen Grund. Da ist nur Heu für die Pferde. Und das ist Morris' Aufgabe. Ja, da. Solche niederen Arbeiten, die erledigt er nicht. Nein, nein. Dafür sind wir uns zu fein. So ganz klar. Oh, ein Wappen. Diese Kutsche hat auch schon bessere Tage gesehen. Das Wappen unserer Familie. Okay. Sie sollte repariert werden. Ja, finde ich auch. Dann könnten wir damit fahren. Hätte ich schon Bock drauf. Die zwei freuen sich bestimmt auch. Dass man die nicht streicheln kann, ist schon ein bisschen traurig. Schalter. Mal sehen, was passiert, wenn man den drückt. Ich drücke gerne Schalter. Ah. Tagsüber ist es hell genug hier drin. Ja, ich wollte trotzdem mal das Licht anmachen. Kannst wieder ausmachen. So. Da ist noch ein großer Haufen Heu. Ich möchte nicht schmutzig werden. Natürlich nicht. Das, alter Focko, ey. So ein Städter ist das hier, ne? Nichts gegen Städter. Aber eindeutig. Möchte nicht dreckig werden. Wobei die ja ganz gerne mal raus wollen für die Land-Experience, ne? So. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Der feine Herr, ich muss sagen. Ja, ich möchte nicht dreckig werden. Sieht zwar sowieso aus wie so ein Lump, ja? Aber trotzdem. So, sonst noch irgendwas hier? Ich glaube, soweit sind wir erstmal durch. Wenn euch irgendwas auffällt oder so, ne, immer einfach posten in den Chat rein. Dann gucke ich oder versuche ich oder klicke ich. Warte mal, vielleicht hat Morris jetzt noch neue Gesprächsoptionen, weil wir waren jetzt ja bei den Pferden. Mal gucken, wenn er den Weg zu ihm findet. Das ist ja nicht so einfach hier. Ich überlasse ihn seiner Arbeit. Na gut, dann machen wir das. Zurück zum Haupteingang. Let's go. Mal sehen, mehr ist... Ach, das ist aber auch... Ich hätte das ja wenigstens wieder gerade gebogen oder so. Muss man doch nicht so lassen. Ich habe das Spiel mehrmals durch. Ich bin still. Ja, okay. Also wie gesagt, ihr dürft nachher gerne Tipps geben. Aber erst dann, wenn die Verzweiflung kickt. Ne? Noch geht's ja. Wir sind ja noch am Erkunden. Noch habe ich noch nicht den Plan, was abgeht. Aber sobald wir dann irgendwann so gar keine Idee mehr haben, dürft ihr gerne auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung schieben. Das ist kein Problem. Nur halt nicht direkt lösen, das ist immer ein bisschen lame. Der Rest soll ja noch mitraten. Wir wollen ja hier gemeinsam ein bisschen raten. Jetzt gehen wir erstmal zur Bibliothek, da können wir uns eine Karte holen. Und mit der Karte können wir dann nach draußen gehen und die Gegend erkunden. Das ist auch schön. Deswegen auf zur Bibliothek. Bibliothek! Da ist doch schon jemand und staubwischt den Kamin. Wer kennt es nicht? So ein Kamin muss auch mal staubgewischt werden. Vor allen Dingen, wenn er gerade brennt. Ja? Ganz normal. Ist das eine Tür mit Einhörnern drauf? Sieht ein bisschen so aus. Die Hunde wachsen aus der Säule heraus. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist Kunst. So, jetzt gucken wir uns das mal um. Symbole. Da müssen wir doch später auf jeden Fall irgendwann eingeben oder rumdrehen. Erstmal gucken. Um den mächtigen Monolithen herum wurden alte Symbole und Zeichen in den Boden graviert. Heutzutage kennt niemand mehr ihre Bedeutung. Wir werden das noch rausfinden, was das bedeutet. Und dann haben wir hier Bates. Der faule Sack soll mal Feuer bei uns machen. Das ist ja wieder Servicepersonal, ne? Deswegen gibt es direkt wieder einen drauf. Achtung, mal gucken. Bates, mach Feuer! Mir ist kalt! Bin hart am Frieren! Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als Sie weggingen. Sehr schön, danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke, ich komme zurecht. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Kamin. Wolfgang Hess heißt der Sprecher. Bud Spencer? Bud Spencer, wobei man aufpassen muss, Bud Spencer hat mehrere Synchros. Die eine mag ich richtig gerne, die andere ist so eher geht so. Aber dass das Gimli ist, hätte ich jetzt nicht erkannt, bei aller Liebe. Gimli habe ich nicht erkannt. Da werde ich, aber da achten wir gleich nochmal drauf. So, wir haben viel zu bereden. Robert,
Ich habe mit Robert gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Er lässt nicht einmal mich herein. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Vielleicht, aber das hat er früher nicht getan. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung, Sir. Hat er auch bei zwei, also in 12 Filmen hat er bei zwei außer Rand und Band. Ich glaube, das ist der, den ich so mag, wo die beiden Polizisten werden durch Zufall. Wo er da ankommt auf dem Fischerschiff und Bud Spencer da irgendwie nach Arbeit sucht. Bud Spencer sucht nach Arbeit. Dann kloppen die Autos kaputt. Dann wollen die irgendwas überfallen, brechen in so eine Polizeistation ein und werden dann ungewollt Polizisten. Das ist mein Lieblingsfilm. Und immer wenn ich krank bin, gucke ich mir genau den an. Den ist einfach super, der Film. Und das ist die gute Synchro, das ist die ich mag. Ach was, Staub, wo ist der Schimmel? Wo sind die Bettwanzen? Bettwanzen, Alter. Hab heute die King of Queens-Folge gehabt mit Bettwanzen. In der Mittagspause zum Dösen. Schloss Black Mirror. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinem Weggang nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her. Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter. Als ob die Zeit an diesem Ort stehen geblieben wäre. Nur der Garten ist im Arsch. In Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Sie mir, nichts ist so, wie es war. Wir alle werden alt und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin seit meiner Jugend hier im Dienst und ich weiß sehr gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Sie wecken in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Mit Feuer, ich weiß. Sie haben etwas Seltsames und Finsteres an sich. Und diese trostlose Stille. Kamin im Zimmer. Ich gehe noch kurz auf den Chat ein. Ich kenne nur einen Synchron und ich sehe Bud Spencer als meinen Vater. Aber habe auch lange nichts mehr geschaut. Ah, Bud Spencer, die Filme damals, das war so ein bisschen Kindheit, ne? Und ich gucke sie heute noch gern. Ich mochte Bud Spencer schon immer. Das ist so schöne, heile Welt. Die Bösen werden verkloppt und stehen hinterher wieder auf und laufen weg. Alles super, keiner stirbt. Ja, wie bei dem Zwei außer Rand und Band, wenn sie dann in dieser Burgerbude sind, weißt du? Und dann kloppen sie wieder alle kaputt und dann gibt's am Ende die Kollekte, wo dann mit dieser, ne, dann sammelt er das Geld ein und dann kriegt auch der Bürgermann das Geld, damit er sich eine neue Einrichtung kaufen kann und die kommen auch nicht mehr wieder und alles cool. Alles heile Welt und halt die Art dieser Filme, ich weiß auch nicht, es löst in mir etwas Muggeliges aus. Die Synchro ist so schön, ach, muggelig, die Aufnahmen, die Landschaft und so, das Thema ist einfach so Feelgood-mäßig. Einfach drauf gucken, Stelle links, Stelle rechts und Spaß haben, ne? Wenn der Garten im A ist, tut das nicht weh. Muss mal gucken, ob da wirklich Unterschiede gibt. Ja, gibt es tatsächlich. Also Bud Spencer hat auch in dieser Reihe mit Terrence Hill und so immer mal wieder, es gibt zwei Synchronsprecher, die ihn gesprochen haben. Und ich mag den einen halt lieber als den anderen, die sind beide okay, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn das einfach durchgehend immer der gleiche gewesen wäre. Ne? So, zurück zum Kamin. Kamin im Zimmer. Mir ist kalt, könnten Sie vielleicht dort Feuer machen? Das wäre sehr reizend. Bates, können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Es ist recht kalt dort. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Gates! Gates, ich habe eine Frage. Haben Sie kürzlich den Häcksler im Garten sauber gemacht? Frage für einen Freund, ja? Schlüssel vom Dachboden. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Ja, sicher. Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Wiedersehen macht Freude, kein Problem. Stelle an der Williams-Stadt. Ich war draußen, sah ein bisschen gruselig aus da mit diesem übergeknickten Zaun und so. Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Oh. Aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut, wenn Sie darauf bestehen,
folgen Sie mir. Jetzt gleich? Ich hätte sonst erst noch... Na gut. Hier ist das Furchtbare geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ich hätte ja gedacht, Bates kommt jetzt und fängt an mit dem Staubwedel, eben noch den Zaun sauber zu machen, weißt du? Bates, bitte jedes kleinste Detail. Ich hänge eine Stunde hinterher. Da ist dieser Fleck. Lass uns den Fleck ansehen. So, ich habe hier wieder was verpasst am Chat. Warte mal. Armer Bates. Oh, dann hast du, Falke, nicht alles von Bud Spencer gesehen. Der Gute hat auch Filme gemacht, die nichts mit der heilen Welt zu schaffen haben. Ja, also tatsächlich, ich bin ja eher Fan von diesen Prügeldingern, ne? Wild West und Bud Spencer und vor allem mit Terrence Hill zusammen. Aber er hat ja auch normale Filme gemacht und auch ganz, ganz andere Sachen als diesen klassischen Hau-drauf-Humor und so, das muss man auch sagen. Aber ich bin halt eher, ich mag die Kombi aus den beiden, ne? Bud Spencer, Terrence Hill, die zwei, das ist eigentlich immer ein Garant für Freude. Der muss doch alles machen, kochen, putzen, Kamin, Holz. Ja, der Bates, der ist hier beschäftigt, ne? Doch, die kenne ich auch. Aber das ist jetzt nicht so das, woran man sich erinnert, ist ja so. Der Punkt geht an dich. Bates, bitte jetzt die Zeit so, warte mal. 1971, die rechte und die linke Hand des Teufels. Oh, jetzt kommt hier zu viel Titel. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Ich kann sogar die Biografie von Bud Spencer echt empfehlen, obwohl ich sowas eigentlich eher langweilig finde. Aber man hat, der Mann, viel erlebt. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Ich habe mir mal eine Doku angeguckt. Ich habe nicht die Biografie gelesen, aber ich habe mir eine Doku über sein Leben angeguckt und der hat echt viel erlebt. So, wir gucken mal den Fleck an. Erinnert entfernt an das Eisregen-Logo. Aber dieses unheilvolle Geräusch dabei bedeutet nichts Gutes. Wird das ein Symbol sein, was wir gerade eben an den Monolithen gesehen haben, wo man meinte, diese Symbole, die kennt keiner mehr? Wird es eins von diesen sein? Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Ja. Hol mal dein Handy raus. Eben mit dem Smartphone Bild machen. Das sieht aus wie ein Symbol. Das sollte ich irgendwie festhalten. Das sollte ich irgendwie festhalten. Okay, wir brauchen einen Stift oder sowas. Wir brauchen Papier. Ja, wir haben Williams Todesanzeige. What the fuck? Also momentan eher schwierig. Wir müssen uns was organisieren, um das dann irgendwie abpauschen oder so zu können. Oder Pergament oder so zum Gegendrücken. Ne? Irgendwie sowas. Gucken wir mal. Ein Strauch? Knallerbsenstrauch? Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Ja. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Ja, das sagtest du bereits. Kommt da noch was anderes? Nein. Na gut. Wir gehen wieder zurück. Wir suchen nochmal wieder den Butler. Wir waren noch nicht fertig mit Reden. Da war noch mehr. Hineingehen. Also wir waren eigentlich auf dem Weg in Richtung Bibliothek, um uns dort eine Karte zu organisieren. Das war eigentlich der Plan. So. Der Stuhl. Mal sehen, ob der auch im Ruhestand ist. Ich bin gespannt. Darauf sitzt Bates manchmal, wenn er nichts zu tun hat. Also nie. Er scheint seit Jahren nicht bewegt worden zu sein. Wenn er mal nichts zu tun hat. Also, der Mann sitzt da niemals. So, Kamin ansehen. Das Feuer muss das ganze Jahr über brennen. Sonst wird es hier sehr kalt. Ist das der Zentralkamin? Nur das leise Knistern des Feuers dringt ans Ohr. Okay. Da oben ist wieder unser Familienwappen. Unser Familienwappen. Es ist seit dem Mittelalter das Symbol unseres Adels. Ah, er ist Adeliger. Deswegen ist er so ein Arschloch. Klar. Verstehe. Also zum Servicepersonal. Mordred Gordon. Das unbarmherzige Oberhaupt unserer Familie im finsteren Mittelalter. Seine Herrschaft wurde 1213 von seinem eigenen Bruder Marcus beendet. Das muss... sieht ein bisschen aus wie der Lich King.
Aber er hat Hunde, er ist also tierlieb. Und er ballt die Fäuste. Es ist auch schon, wenn du so ein Bild von ihr malen lässt und denkst, das ist eine gute Darstellung. So möchte ich, dass man sich an mich erinnert. Dann hast du aber auch Probleme, ne? Das ist so. So, ich sehe hier nichts zum Anklicken oder so. Insofern können wir erstmal wieder weggehen, aber wir merken uns mal irgendwie so komische Krone auf. Man hört einen Herzschlag irgendwie. Sehr merkwürdig. So. Ich guck mir nochmal wieder den Chat an. Ich kann sogar das hatten wir. War es bei manchen Bud Spencer-Filmen nicht so, dass durch die Synchro daraus Komödien wurden? Ja, tatsächlich. Und mindestens genauso wichtig wie die Klopperei fand ich die ganzen Fressszenen. Ja, wenn er sich da die Burger reindrückt oder die Pommes. Bohneneintopf, 3 Schüsseln. Das war auch gut. Weniger wird nicht geduldet. Dann kann geklopft werden. Ich erinnere mich dunkel an einen Terence Hill Film, ich glaube ohne Bud Spencer sogar, wo er Superkräfte hat, die nicht funktionieren, wenn er rot sieht. Wie heißt der nochmal? Der Supercop. Ah, er erklärt die Hundestatue und mit dem Bild und den Säulen habe ich vermutlich ganz falsche Denkrichtungen. Mal abwarten. Nee, da hast du verstopft. Okay, so. Kamin haben wir angesehen, Stuhl haben wir angesehen. Was haben wir hier noch? Kaffee vielleicht? Hier liegt ein Buch rum. Ist aber alles nicht wichtig. Sofa. Erstmal hinlegen. William hat oft hier gesessen und in der Zeitung gelesen. Aber das ist schon sehr lange her. Inzwischen liest er nicht mehr. Schwerter an der Wand. Zur Bibliothek. Auf geht's. Eine Person! Der gute Hermann! Endlich, das war der, wo ich mal dachte, Hermann, was ein Name, wunderbar. Hermann, Junge, wie geht's dir? Lass mal reden. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Doktor Hermann! Sorry. Ich wollte ja den Stand jetzt nicht, wir als Adlige, wir sollten das schon wahren, die Form. Ja, in Ordnung. Okay. Oh, viele Gesprächsoptionen haben wir nicht. Der Doktor, der muss sich kurz fassen. William. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen. Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Herman weiß etwas Wichtiges. Mhm. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Er kann offensichtlich nicht frei reden. Vielleicht möchte er einen Bonbon. Nein. Gut, was macht er da? Ja, holt sich ein paar Bücher. Bücherschrank. Dieser Bücherschrank ist voller alter, staubiger Bücher. Ich glaube, nicht eines davon würde mich interessieren. Oh, der gute Mann hat höhere Interessen, ja? Da bräuchten wir jetzt wieder unseren Haushälter hier mit seinem Staubwedel, der macht das eben klar, ne? Hier, ich habe vergessen, wie er heißt. Namen, und es dauert noch, bis ich mir alle Namen gemerkt habe. Noch ein Bücherschrank. Hier, da ist doch 100% Alkohol drin. In diesem komischen Globi ist immer Alkohol drin. Bates, genau. Bates, Bücher für lange Abende. Ich habe im Moment keine Zeit, darin zu lesen. Okay. Bates, ich war in der Bücherei. Es ist alles staubig. Machen Sie das bitte sofort sauber. Schriftstücke. Oh, guck, was da los ist. Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. Sehr akkurat heruntergefallen, auf jeden Fall. Ich gehe mal wieder kurz rüber zu dem Chat. Doktor Hermann. Wie möchten Sie genannt werden? Doktor Hermann? ach, und dann meine Lieblingsszene als Kind, wo Bud Spencer und Terence Hill sich in so einer Hülle verstecken und behaupten, sie wären Ärzte oder so. Und dann geben sie einem alten, kranken Mann Schießpulver oder so zum Essen und
Und der defekiert, ein sehr schönes Wort, kenne ich nur durch Witcher 3 und habe es sofort in meinen Sprachgebrauch übernommen, sich dann erstmal gesund. Was hab ich gelacht? Doktor ist aber kein Stand, sondern nur ein Titel. Ach, das kannst du nicht wissen, Tefno. Du als Nichtadliger hast doch da gar keine Ahnung von. Nein, Bücher, in einem Bücherschrank. Mein Vater hat beide mal kennengelernt. Da hat er bei... Nee, Gott. Da hat... Ach, scheiße. Da hat er bei ein Kino gejobbt. Als Vorführer. Er bediente den Projektor und die kamen in das Kino zu einer Filmpremiere. So hat er die beiden mal getroffen und zusammen Popcorn gegessen. Aber hat es versäumt, sich Autogramme zu holen. Aber die Erinnerung kann ich nie wieder einnehmen. Da läuft irgendwas ein bisschen durcheinander hier. Kann ihm nie wieder einer nehmen. Nicht ich nie wieder einem nehmen. Jeremy Gordon, Williams Vater. Aber ich muss eine Korrigation reintun. Das geht sehr wohl. Man muss nur die richtigen Getränke anreichen und genug davon. Dann kann man auch Erinnerungen verlieren, aber eigentlich nicht so langfristige Dinge. So, wo wir davon sprechen, wollen wir wetten, dass in einer dieser Kugel irgendwo Schnaps drin ist? Ja, ich bin alt und tippe zu schnell. Ich wollte gerade sagen, für mich, ich gucke mir ja manchmal kurz dann beim Schneiden die Aufzeichnungen dieser Streams an. Und manchmal, wenn ich mir dann selber beim Vorlesen, wenn halt die Sätze komisch gebaut sind, dann fängst du halt an, auch bescheuert zu lesen. Da denke ich auch jetzt mal, Alter, was ist denn nicht richtig mit dir im Schädel, dass du den Scheiß dann nicht vorgelesen kriegst? Immer wieder witzig. Ne? Aber so haben wir alle Spaß, das ist doch schön. Zum mittleren Abschnitt. Nee, erstmal ich will wissen, ob hier Schnaps drin ist. Oh, ist kein Schnaps drin. Das ist ja schade. Dann würde ich sagen, gehen wir zum mittleren Abschnitt. Wir merken uns auf jeden Fall schon mal, wir müssen morgen mit dem Doktor reden. Das ist wichtig. Dr. Herrmann. Oh, was. Ein bisschen Unordnung ist hier aber schon. Ne? Also, weiß jetzt auch nicht. Gates könnte hier dann schon mal wenigstens den Kram zusammenräumen, der da auf dem Boden liegt. Das muss ja nicht sein, ne? Es ist voller Dokumente und alter Schriftrollen. Ich sehe nichts Interessantes. Ach so, findest du das nicht interessant? Na gut. Diese Sanduhr. Viele Sessel. Ein Stuhl im Ruhestand. Eine alte Karte, die können wir doch abreißen, die nehmen wir mit. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Aus dem 16. Jahrhundert. Globi? Und Alkohol? Hier nein. Scheint etwas zu fehlen. Ja, auf der anderen Seite. Muss bestimmt nochmal so eine Platte hin. Okay, wir merken uns schon mal, in dem einen Globus gibt es hier so eine Platte, die da irgendwie fehlt. Und dann kann man wahrscheinlich die Teile irgendwie anordnen. Oder so, hier sind auch so Löcher. Guck mal, hier Löcher. Hier scheint etwas zu fehlen. Ja, das hatten wir doch schon. Sagt er das jetzt überall? Hier scheint etwas zu fehlen. Okay, ja, alles klar. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas zu fehlen scheint. Sollen wir denn erstmal raus? Den die Erinnerungen an Bud Spencer zu nahe. Ich verstehe nicht. Aber okay, hau rein, Tefnut, und ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Das Ganze landet auf jeden Fall auch. Ne? Okay, es wird gruselig. Facebook auf meinem iPhone hat mir gerade Werbung gezeigt. Und zwar für einen 0-Euro-Schein mit Bud Spencer und dem anderen Eumel drauf. Ich bin gerade etwas schockiert. Ja, ich wollte gerade sagen, die hören alles, Mann. Die wissen alles über dich. Alles. Literarische Werke. Renaissance. Darunter sind viele große Bücher. Vielleicht lese ich später darin, wenn ich Zeit und Muße habe. Und Muße? Der Herr hat Muße. Zum hinteren Abschnitt. Ja, warte erst gucken, ob hier noch was ist. Außer dem hinteren Abschnitt. Das mit dem Schießpulver wirkt wie ein Easter Egg. Der Erfinder des Schießpulvers verweigerte seine Krankenbehandlung, weil man ihm Medizin mit Schießpulver ähnlichen Inhalten geben wollte, weil das ebenfalls als Heilmittel funktioniert. Irgendwie so. Genaueres müsste ich googeln. Fröhlichen Paranoia-Tag. Ja, herrlich. So, dann gehen wir jetzt mal zum hinteren Abschnitt, okay? Auf geht's. Ich weiß zwar nicht, was da noch kommen soll. Wahrscheinlich nur noch diese Kommode in Close-Up oder so. Oh, wenn der Ton gruselig wird, weißt du, da kommt gleich was. Ich sehe hier auch schon so einen Totenkopf. Oh, die Uhr schlägt. Schwarze Statue. Was ist da los? Die Statue hält etwas Seltsames in der Hand. Es scheint eine Art Schlüssel zu sein oder ein Amulett. Ein Amulett. Kannst du das auch nehmen? Nimm es an dich. Hat er nicht gemacht. Na, was meinst du, woher ich das Wort defekieren habe? Ja, ich weiß es ganz genau. Wie heißt denn der Kleine, der seine Stimme verloren hat? Ach, es war so süß. Aber hat sich mir sofort auch in meinen normalen Sprachgebrauch eingebürgert. So ein schönes Wort.
Großes Buch. Schauen wir mal. Hansi, genau. Hansi war's. Die Chronik von Schloss Wormhill. Okay. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr, sehr lange. Sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss: In diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich. Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. Mhm. In diesem Punkt jedoch meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man, die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632. Erstmal Props, der Text steht halt auch wirklich da drin, ne? Also, die haben da nicht irgendwie Ipsum Lorum oder sowas hingeballert, sondern es ist echt auch wirklich der Text. Und dann kann mir, ich mag diese Schrift, ich kann ja solche Bücher kaum lesen, aber sie sehen aber geil aus mit den ganzen Verzierungen und so. Muss man nur üben. Ich kann die immer noch gut lesen. Ich habe tatsächlich eine uralte Fassung von Faust. Faust 1. Und die wollte ich lesen. Die sieht genauso aus. Das ist ein uraltes Ding. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. Wo habe ich das denn her? Von meiner Oma oder so? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein wunderschönes Ding. Auch mit so Verzierungen und dieser alten, altdeutschen Schrift. Und ich habe angefangen, habe es nicht lesen können. Ich habe irgendwann aufgegeben und habe mir dann das kleine, pippelige Reklambuch organisiert und hab's dann halt in diesem Reklamheft gelesen, ja. Geht halt auch, ja. Faust, auweia, ja, tatsächlich. 1 und 2 habe ich beides gelesen. Rein aus Interesse, weil ich da Bock drauf hatte. Nicht mal, weil ich das musste für die Schule, sondern ich wollte einfach. Aber ich mag auch Kafka insofern. Aber ich habe nicht alles gelesen. Also das Schloss hat mich fertig gemacht. Das war krass. Moin, ihr Lieben. Grüße gehen raus und danke, was auch immer da gerade. Ich hab's leider gar nicht gesehen. Dankeschön. Willkommen im Fuchsbau. So. Wir gehen mal zurück, nachdem wir dieses Buch gelesen haben.
Das hatten wir ja gerade. Dann gucken wir uns den Tisch mal noch ein bisschen an, ob da noch was kommt. Es ist Williams Tisch. Schreibtisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Davor? Hat er sich vor den Schreibtisch gestellt und gedacht, das ist wirklich gute Handwerkskunst. Seht euch die Ornamente an. Ach ja, er hatte Spaß. Bücherschrank. Achtung, wir sind sehr viele alte Bücher drin. Noch mehr Bücher. Ich hab's doch gesagt. Aber das ist auch ein Totenkopf und noch ein gruseliger Totenkopf. Und wieder eine nervige Uhr. Aber das passt natürlich hier in die Szenerie. Auch von, ne? Habe ich auch noch die alten Bücher von meiner Oma. Und ja, ich kann die lesen. Also ich kann die auch lesen, aber mir ist, ich finde es sehr, sehr anstrengend. Das geht, aber dann hole ich mir dann doch lieber das Reklamding und das andere stelle ich dann vor mich, um es dabei zu bewundern, während ich das Reklamheftchen lese. Ne? So, ich glaube, wir sind hier soweit durch. Ich sehe keine Schubladen mehr, ich sehe auch sonst nichts zum Anklicken. Mein nächstes Ziel wäre jetzt nochmal in die Küche zu gehen und mir den Schlüssel für den Dachboden zu holen, wenn ihr nicht noch andere Ideen habt. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, immer in den Chat posten. Ich bin immer dabei, auch eure Vorschläge anzunehmen. Wir wollen ja hier gemeinsam arbeiten, nicht wahr? Gemeinsam rätseln. So, der Doktor, der will erst morgen mit uns reden. Heute hat er keine Zeit mehr, hat schon seine Tabletten genommen. Deswegen, der ist schon, da geht heute nichts mehr. Aber mal gucken. Na, ist mir Edgar, ne, na, ist, da wahrscheinlich, da ist mir Edgar Allan Poe oder Howard Phillips Lovecraft lieber. So, was haben wir hier noch? Zum Esszimmer, da waren wir ja schon mal, aber da müssen wir hin. Das ist ja der richtige Weg und dann von da aus können wir in die Küche und dann können wir uns da den Schlüssel klauen. Wo war denn jetzt die Küche? Im Gemeinschaftsraum waren wir auch noch nicht. Gehen wir erstmal zum Esszimmer. Ich hoffe, ihr habt alle einen entspannten Abend. Ob es jetzt ist, ist noch gut. Ja, momentan erkunden wir noch. Wenn das Rätseln dann losgeht, dann wird es stressig. Aber bis jetzt ist nur rumlaufen und alles anklicken. Das ist noch entspannt. Ne? Nicht zum hinteren Garten. Nein, nein, in die Küche. In die Küche. Hier, gucke mal. Bates ist am Kochen. Und ich sehe da, da sehe ich doch eindeutig Knoblauch. Oder sehr, sehr, sehr gräuliche Zitronen. Ich bleibe bei Knoblauch. Vernünftiger Mann. Riecht auch schon entsprechend. Oh, da riecht schlecht. Ja? Er ist gerade erstmal beschäftigt. Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Was? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja. Bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Ich wollte schon gerade sagen, ich war etwas verwirrt, ne? Der arme Gärtner draußen. Alter, mach mal den scheiß Teich da sauber. Wenn ich mich morgen nicht in dem Wasser spiegeln kann und das nicht glasklar ist, kannst du dir einen neuen Job suchen. Bates, Sie sehen nicht so gut aus. Sie sind zwar gerade mitten im Kochen, aber machen Sie doch einfach mal eine Woche frei. Komm, hau ab, weißt du, hau ab. Da merkst du den Unterschied, ne? So. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon. Und dann nahm er sein Flachmann. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Oh nein, die Zwiebeln sind verbrannt. Wir nehmen uns jetzt mal den Schlüssel. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Mach das mal. So. Das heißt, wir können jetzt auf den Dachboden gehen. Das sollten wir auch direkt mal machen, würde ich sagen. Ja, aber der Gärtner hatte auch hart keine Lust, das zu machen. Ja, das stimmt schon. Der war, den musste man ein bisschen zur Eile antreiben. Ja, anders geht das nicht. Zu Eingangszeit. Es ist schwierig mit dem Servicepersonal. Ich sag euch das. Dann haben wir noch den Gemeinschaftsraum. Lass uns da nochmal reingehen, ob hier die Oma da noch sitzt. Die wollte ja auch nochmal mit uns schnacken, eigentlich. Aber dann sind wir ja doch irgendwie rausgegangen. Deswegen etwas verwirrt. Victoria möchte allein sein. Ich werde sie jetzt nicht stören. Ah, okay, deswegen. Alles klar. Zur Treppe. Auf geht's. Dachboden ist ja meistens bekanntlich oben. Da machen wir uns doch mal auch auf den Weg. In der Gegend stehen ist nicht ausruhen. Okay, wenn ich zu Hause im Bett liege, sage ich auch, Herrje, siehst du nicht, wie schwer ich arbeite? Ja. Der Butler war immer die Seele des Hauses und der Familie.
Ganz ehrlich, für die bekloppte Familie will doch keiner arbeiten. Ja, die sind halt ein bisschen besonders, aber sie muss das auch so sehen, Neon. Und die haben auch gerade einen harten Verlust erlitten. Da wäre ich auch ein bisschen durch den Wind, ne? Muss man auch ein bisschen in Schutz nehmen jetzt. Wenn man kaputt ist, ist Stehen anstrengend und kein Entspannen. Das ist auch wieder wahr. Zum alten Flügel. Das war beim alten Flügel der Dachboden. Ich kenne mich langsam aus in dem Schloss. Es ist wie mein zweites Zuhause. Noch 8 Minuten und wir nähern uns der nächsten Pause. Ich frage jetzt erstmal vorsichtig in die Runde. Habt ihr noch Lust auf ein weiteres Stündchen oder sollen wir gleich schon ein Päuschen machen? Also ein endliches Päuschen. Episch vorgelesen. Ich wäre für ein Hörbuch. Ja. Habe ich schon öfter gehört. Ich ja, Mann. Bock. Also machen wir noch ein Stündchen, so wie es aussieht. Wir wollen mehr. Das sind schon 2. Ja, da kann man doch ein bisschen machen. Gerne weiter. Hab 1 Stunde versäumt. Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Wir gehen jetzt erstmal auf den Dachboden. Du bist abgeschlossen. Ja, weiß ich doch. Du hast doch den Schlüssel. Nimm ihn doch einfach. Die Tür ist abgeschlossen. Bist du doof? Warte, ich muss den... kann mich gar nicht konzentrieren. Oh ja, der Fuchs als Hörbuchleser. Zum Dachboden. Aber dann auch immer mit so Schreibfehlern, dass ich dann immer so den Sprachdruck des wie so einen leicht Verrückten habe. Dann läuft's. Dann machen wir noch ein Stündchen. Ich bin auch noch ein Stündchen gerne da. So, wir sind auf dem Dachboden. Ecke. Schauen wir uns mal die Ecke an. Ich höre Tauben. Leere Bilderrahmen und anderer Müll. Nutzlos. Also ich würde jetzt einen leeren Bilderrahmen nicht unbedingt als Müll bezeichnen. Man kann ja wieder ein Bild reintun und dann ist es ein gefüllter Bilderrahmen. Und dann geht es schon wieder. Ich glaube, hier stand mal Küche drauf oder sowas. Oder was steht da? RGH? RGH. Kiste. Sie ist leer. Bis auf ein paar Bögen Papier. Nimm die. Wir brauchen die. Dann kannst du die Zeichen abmalen. Nimm doch das Papier. Nimm es nicht. Truhe. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. Der Blaufuchs. Jetzt das neue Hörbuch. Bei Amazon. Ich sagte, ich muss ja hier noch den... Wie heißt er denn hier? Den Schlechter von Ark durchlesen. Ich glaube, das nehme ich einfach mal am Stück auf. Und blende dann immer die Seiten ein. Das wollte ich ja noch als Special für Enderal eigentlich hinten dran schieben, weil ich ja im Spiel dann doch nicht mehr alle Bücher gelesen habe. Ich wollte das ja nochmal so im Nachhinein machen. Vielleicht gönne ich mir das nochmal, ne? Truhe. Sie ist abgeschlossen. Komm schon, du musst einfach mal gegentreten. Sie ist abgeschlossen. Wenn man überlegt, was in anderen Adventures für Müll im Inventar landet, ist ein leerer Bilderrahmen doch fast normal. Ja. Papier würde ich eher aus dem Büro besorgen, wäre jetzt so mein logischer Gedankengang. Also, da werde ich einige Reflinks anklicken, wenn es kommt. Nee, ich greife mir den Blaufuchs als Leser für die ganze Bücher ins... Oh, Skyrim. Die hatten ja mal eine App. Also bei Skyrim gab es tatsächlich so eine App auf Android, wo dann nur alle Bücher drin waren, für diejenigen, die halt nicht im Spiel mal lesen wollten, weil es einem aus dem Gameplay rausreizt. Aber so abends auf dem Kindle oder so mal eben noch ein paar Skyrim-Bücher durchlesen, weil da waren ja teilweise echt sehr coole Geschichten. Ich sag euch nur, wie hieß sie denn? Argonische Hausmädchen, Teil 1 bis keine Ahnung was. Hundertprozentig. Ja. Bestes Buch. Hier sehe ich nichts Besonderes. Ich auch nicht. Mit Lupft seinen Schweif. Und so habe ich meinen Charakter in ESO dann auch genannt. Ich habe mir gleich alle Schreibweisen davon geclaimed. Da haben wir noch einen Schaukelstuhl mit ein paar Löchern drin, aber das macht nichts. Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Er ist ganz gut erhalten. Ein fettes Loch da oben drin. Wo ist denn der denn gut erhalten? Weißt du, Bilderrahmen sind Müll, aber so ein Schaukelstuhl mit so einem faustgroßen Loch, der ist doch noch gut. Den kann man doch noch benutzen. Den nehmen wir mit. Das kommt hier gleich wieder Bates. Junge, ich hab da so einen Schaukelstuhl gefunden. Kannst du mir den mal eben in mein Zimmer karren? Ich hätte den gern. So, ich glaube, mehr ist hier nicht. Nochmal die Truhe gucken. Da ist nichts Nützliches drin. Okay. Mehr ist hier nicht? Das war's jetzt? Ich bin hier hochgegangen, hab mir Müll angesehen und sonst ist hier nichts los. Und natürlich die Truhe, die abgeschlossen ist. Kommen wir da vielleicht mit dran? Warte mal. Versuchen wir, ob das auch geht. Nö. Geht nicht. Tja, das ist ja, ja.
ich könnte mich in dem Schaukelstuhl bequem einrollen. Ja, ich würde ihn jetzt auch nehmen. Man kann eine Decke drüber tun, dann geht das schon wieder. Ich höre wieder Musik, aber ich sehe nichts. Als würde jemand ein Horn blasen. Als würden zwei Leute ein Horn blasen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Ich würde jetzt als nächstes sagen, wir gehen erstmal in unser Zimmer. Da wird ja jetzt ein... Okay. Ein Feuer brennen. Und das bedeutet wahrscheinlich, wir können jetzt schlafen. Und wenn wir schlafen können, können wir die Nacht rumbringen und am nächsten Tag dann mit dem Dr. Hermann reden. Das wäre jetzt so erstmal mein Plan. Dann holen wir uns Schnaps aus dem Schnapsschrank und geben dem den Gärtner, damit er mal ein bisschen was redet. Die Dralle Argonische Maid, genau so heißt es. Mein Lieblingsbuch. Bestes Werk in Skyrim. Kann der Fuchstode-Counter hier überhaupt höher gehen? Oh nee, Alter. Ich bin gespannt. Ich lasse ihn alleine wegen der Frage drin. Ich bin gespannt, wie viele Leute noch fragen. Das haben wir uns auch alle gefragt. Offensichtlich geht es nicht. Es geht nicht. Aber es wusste ich nicht. Ich habe gedacht, man kann nicht sterben. Deswegen ist er drin. Und ich lasse ihn jetzt drin, um anzugeben, dass ich ihn habe. Das ist der Plan. Victorias Zimmer, mal sehen. Die ist noch im Gemeinschaftsraum. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Siehst du, das habe ich mir gemerkt. Ist das nicht kaputt? Ist das nicht kaputt? Ein bisschen stolz auf mich. So. Zum Zimmer. Wollen wir rein da jetzt, ne? Eben reingelunzt in unser Zimmerchen. Und geguckt, ob da jetzt der Kamin brennt. Und dann gehen wir pennen. Der Kamin ist ja immer noch aus. Was stimmt denn hier nicht? Im Zimmer ist es ziemlich kalt. Ja. Ja, unnormal. Wo ist Bates? Also, jetzt ist aber Schluss mit der Pause. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt gibt's aber Mega. Das kann ja nicht angehen. Ich finde die Bücher so geil. Hab ein YouTube-Video gespeichert, wo einer die vorliest. Naja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber erstmal der Schlechter von Ark. Einmal nochmal komplett am Stück. Schublade? Die hatten wir schon, die Schublade, aber ich gehe trotzdem nochmal hin. Vielleicht ist ja noch was Neues drin in der Schublade. Letztes Mal meinte er, ich brauche nichts aus dieser Schublade. Boop. Da war nur das Familienalbum drin und da meinte er, nein, das möchte ich mir nicht ansehen. Das macht mich unglücklich. Und dann sind wir wieder weggegangen. Aber hätte ja sein können, dass sich da jetzt was tut inzwischen. Nee. Hier ist nichts los. Schlüssel vom Dachboden, Bonbons, Brieftasche, Pillen, Williams Todesanzeige. Kann man sich die Sachen auch irgendwie angucken? Williams Todesanzeige. Okay. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Du solltest aufhören, ständig die ganzen Drogen zu nehmen. Sie enthält einige Münzen. Ach, guck mal, ich habe Münzen gefunden. Oh. Schokoladenbonbons mit Mandeln. Die mochte ich schon immer. Ach, so was Edles, ne? Der Schlüssel vom Dachboden im alten Flügel. Eine gewöhnliche Metallmünze. Okay, gut zu wissen. Ich habe eine Metallmünze gefunden. Hat sich gelohnt, mal das Inventar durchzuwühlen. So, meine Lieben. Es ist jetzt 22 Uhr. Es ist Zeit für die nächste Pause. Bedeutet, wir würden jetzt erstmal ganz entspannte 5 Minuten Pause wieder machen. Ihr könnt euch wieder mit was zu trinken und zu knabbern versorgen. Und in 5 Minuten sehen wir uns dann entspannt wieder. Ja, die Kamine. Es lohnt sich immer, in diesen überall zu gucken. Hin für einen Freund. Immer in diese überall zu gucken. Es gibt auch einen Kamin, den wir noch nicht gesehen haben. Ich habe einen Kamin übersehen. Aber das machen wir dann gleich. 5 Minuten. Und in 5 entspannten Minuten sehen wir uns wieder. Bis gleich.